Wir haben lange drauf gewartet, es ist wieder da. Dr. Wack A1 High-End Squarex. Ich habe es in unserem Vorstellungsvideo der neuen Produkte schon gesagt. Es war wirklich ein großer Hype letztes Jahr, weil das Produkt gerade bei uns im Test eine große und gute Performance gezeigt hat und auch viel versprochen hat. Und dann gab es leider nicht mehr Rohstoffprobleme. Deswegen hat Dr. Wack die Zeit genutzt, die Not zur Tugend gemacht und hat gesagt, gut, wenn wir es jetzt schon nicht auf dem Markt halten können, machen wir es noch besser zum nächsten Jahr. Und das nächste Jahr ist jetzt gekommen. Das neue A1 High-End Squarex ist auf dem Markt und wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, ob es anders ist, was anders ist, was es kann und ob da wirklich das Versprechen von noch mehr Leistung, noch mehr Hydrophobie gehalten werden kann. Wie gesagt, die ersten Fakten dazu habe ich schon im Übersichtsvideo erzählt. Guckt es euch mal an. Ansonsten einmal kurz zusammengefasst, es handelt sich um eine Sprühversiegelung, ein Sprühwachs mit einer hohen Performance, gerade für die leichte Anwendung, sehr unproblematische Anwendung. Und es gibt hier sogar eine Besonderheit. Häufig haben wachsartige Versiegelungen, egal ob fest oder flüssig, das Problem, dass sie in der Sonne oder bei Wärme an Leistung verlieren. Und bei dem ist es genau andersrum. Je wärmer das Produkt auf dem Lack wird, also nach der Anwendung natürlich, wenn es schon drauf ist, desto besser ist die Performance. Aber ich will jetzt nicht lange rumlabern. Mein Gelaber habt ihr euch im Übersichtsvideo schon angehört. Wir haben hinten ein Fahrzeug vorbereitet. Das wurde intensiv gewaschen und geknetet, damit wir keine Anhaftung haben. Hälftig abgeklebt. Wir haben eine Seite poliert, eine Seite nicht poliert. Und wir wollen es jetzt komplett mit dem Squarex versiegeln, dabei schon mal anschauen, ob es einen Unterschied zwischen den beiden Seiten gibt. Dann werden wir nach ungefähr 2 Stunden Wartezeit die Hydrophobie, also das Wasserabperlverhalten und Abfließverhalten testen, beurteilen. Dann lassen wir das Auto wegfahren, lassen es wiederkommen und gucken uns dann im zweiten Video nochmal Chemieresistenz und die Performance bei der ersten Wäsche an. Und dann haben wir alle einen Eindruck gewonnen, was dieses Produkt kann. Ich bin wirklich mega gespannt drauf, freue mich total drauf. Deswegen würde ich sagen, genug der Vorrede, wir gehen sofort ans Auto. Kommen wir zur Anwendung. Das Squarex kann an sich auch als Trockenhilfe verwendet werden, wie das alte auch. Das heißt, auf einen Lack, auf einen nassen Lack gesprüht werden und damit getrocknet werden. Das wollen wir jetzt hier nicht ausprobieren, weil da sehe ich auch einen Detailer in der Stärke. Dazu kommen wir auch noch in den nächsten Videos. Wir verwenden es jetzt wie üblich, das heißt einmal vorher gut schütteln, auf dem trockenen, sauberen, vorbereiteten Lack verwenden. Und dann mit einem Tuch oder aufsprühen, dünn aufsprühen, mit einem Tuch verteilen, mit dem zweiten Tuch sofort auspolieren. Das heißt, ich stecke mir gleich ein Tuch hier in die Tasche, damit ich es griffbereit habe, nehme mir ein zweites Tuch, sprühe einmal so ein bisschen, bis was kommt. Und dann trage ich es wirklich dünn auf die Fläche auf. Oh, der Geruch ist auch anders, ein bisschen jedenfalls. Die Note ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Und dann verteile ich es mit meinem ersten Tuch wirklich gleichmäßig drauf. Und ich sehe auch jetzt schon, die ersten Schlieren ziehen schon ab. Wechsel einmal das Tuch und es ist jetzt schon, also himmlisch glatt, wirklich, also extrem glatt. Und die Schlieren gehen auch super einfach auszupolieren, also das gefällt mir jetzt schon mal gut. Man kann bestimmt auch eine ganze Haube machen, aber das geht wirklich super einfach. Anwendung, so wie ich mich erinnere, war auch schon immer sehr einfach, ohne Probleme mit Schlieren. Wichtig ist halt wirklich immer mit 2 Tüchern zu arbeiten. Und man braucht jetzt auch nicht die ganze Haube hier voll sprühen, ne? Also man muss jetzt hier nicht irgendwie, weiß nicht, wie beim, weiß ich auch nicht genau, wie beim Vorreiniger jeden Bereich benetzen, sondern es reicht, wenn man hier wirklich überall Produkt hat und das hier gleichmäßig verteilt und überall hier eine gleichmäßige Schicht hat. Wir haben den Lack jetzt extra vorher entfettet, damit nichts mehr drauf ist. Das ist natürlich optional, das muss man jetzt nicht zwingend tun, aber kann man definitiv machen, um einfach die Performance von so einem Produkt nochmal zu verbessern. Warum? Wir haben nach dem Waschen auch irgendwelche Waschtenside und Waschrückstände drauf und die können natürlich die Haftung und die Bindung des Produktes am Lack vermindern. Und da geht man einfach, wenn man so ein Produkt wirklich komplett aufsprüht und nicht nur als Trockenhilfe benutzt, auf Nummer sicher, wenn man einmal entfettet, weil das ist ja wirklich jetzt nicht nur ein Detailer, also nicht nur eine Kurzzeitversiegelung, sondern soll ja laut Dr. Wack monatelang halten. Also geht man davon aus, dass man das vielleicht 2-3 Mal im Jahr macht. Also lohnen sich für mich in meiner Ansicht die 10 Minuten, die man zum Entfetten braucht. Was aber wirklich spannend für mich ist, gibt es am Ende einen Performance-Unterschied, gerade bei der ersten Wäsche von nicht poliert und poliert, weil wir haben hier wirklich echt einen schlechten Zustand. Das hat bestimmt keiner von euch so, aber wir wollen natürlich den Extremfall hier ausprobieren. Und also selbst mit dem Handschuh ist schon eine himmlische Glätte, aber hinten steht auch drauf, bitte 1 Stunde vor Nässe schützen, bevor die Performance ausgeprägt ist. Generell, wir lassen es mal über Nacht stehen, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich bin jetzt schon begeistert. Aber ich will es jetzt nicht so oft anfassen, weil nicht, dass es die Performance beeinträchtigt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall jetzt nochmal beim Auftragen und dann zur Performance-Check.
So, die Haube habe ich jetzt schon fertiggestellt und was für mich spannend war, ich hatte vom Gefühl, also vom Auftragegefühl, sowohl beim Verteilen als auch beim Auspolieren keinen spürbaren Unterschied gemerkt zwischen der zerkratzten Seite und der unzerkratzten Seite. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für mich, dass die Performance ähnlich ist oder zumindest das Auftragen keine Probleme auf unpolierten Lacken macht. Das ging wirklich super einfach. Wir verwenden es jetzt auch nochmal auf Kunststoff und dann nehmen wir euch nochmal mit, wie wir den Rest des Autos versiegeln. So, ich sprühe mir jetzt hier für den Kunststoff mal so ein bisschen aufs Tuch und mache es einfach mal ganz mit Absicht hier auf Kunststoff, weil Dr. Wachs sagt ja, keine Schlieren, kein Ausweißen auf weißen, unlackierten Kunststoffen. Und wir gucken vor allen Dingen mal, ob es einen Versiegelungseffekt gibt. Einen Abdunklungseffekt gibt es jetzt schon mal. Generell ist es ein gepflegter Kunststoff, aber ist auch total glatt. Also gefällt mir jetzt gut. Ich bin gespannt, ob es ein Ausweißen nach der ersten Wäsche gibt. Das werden wir dann sehen im zweiten Video. Aber jetzt erstmal wirklich jetzt schon schön glatt. So, jetzt kommt wieder der Test, ob es auch ein nicht erfahrener Autopfleger verarbeiten kann. Maurice, du darfst. Noch ein kurzer Hinweis vielleicht zu meinen bedeckten Fingern, den Handschuhen. Ich verwende bei allem, was ich hier mache, Einweghandschuhe, einfach weil wir den ganzen Tag mit Chemie arbeiten und irgendwann trocknet alles die Hände aus. Generell ist das was ich prinzipiell immer empfehlen kann. Es ist jetzt bei dem Produkt nicht zwingend nötig, es sind keine starken Lösemittel drin, es ist nicht ätzend oder so, also da keine Sorge, aber generell schadet es einfach nicht, wenn man Pflegeprodukte hat, auch im Haushalt bei der Reinigung, wenn man seine Küche putzt, schadet es auch nicht, Handschuhe zu tragen, ist jedem selbst überlassen. Ich wollte euch nur erklären, falls sich einer fragt, oh, ist das Produkt jetzt ätzend? Nein, keine Sorge, ist mein persönliches Wohlbefinden, dass ich jetzt Einweghandschuhe trage. Ihr seht, Maurice macht es nicht. Lösungswort Nummer 2 in. Mein erstes Fazit zum High-End Spraywax. Die Anwendung ist mindestens genauso leicht wie beim alten, wenn nicht noch leichter. Absolut vergleichbar oder besser mit allem, was es aktuell auf dem Markt gibt. Also wirklich, man kann nichts falsch machen. Wir haben keine Schlierenbildung gehabt. Maurice ist damit auch super klargekommen und wir haben es jetzt sogar mal auf die Scheiben gehauen. Es gibt keine offizielle Freigabe. Ich denke, bei Seiten- und Heckscheiben kann man das bestimmt machen. Wir haben es sogar mal auf die Frontscheibe gepackt, um euch einfach mal zu sagen, was passiert, wenn man das Spraywax auf die Frontscheibe packt. Da wird uns der Fahrer zum zweiten Video dann bei der ersten Wäsche berichten, wie es ihm gefallen hat und ob es gestört hat. Und generell von der Verarbeitung und von der Lacklette wirklich, also überragend. Die Lacklette ist so krass und ist schon direkt jetzt nach dem Auftrag. Das wird bestimmt innerhalb dieser Stunde, die ja draufsteht, nochmal zunehmen. Und da gibt es jetzt nach meiner Moderation nochmal Beading-Bilder und da werde ich euch nochmal zeigen, wie das Wasserablauf und Abperlverhalten funktioniert, weil das ist ja am Ende die Performance, also vom ersten Eindruck. Mega Produkt, das Warten hat sich gelohnt, da hat Dr. Wack wirklich mal wieder was Geiles rausgehauen. Wie gesagt, gleich gibt es noch mal ein paar Performance-Bilder und dann sehen wir uns spätestens im zweiten Video wieder, wenn es dann darum geht, wie gut funktioniert es bis zur ersten Wäsche, bei der ersten Wäsche und wie gut funktioniert es, wenn man da mal wirklich richtig Chemie draufhaut und versucht, das chemisch zu entfernen. Da bin ich sehr gespannt, das war ja wirklich sehr überraschend beim letzten Produkt schon. Guckt euch da gerne mal das Video an, da mussten wir richtig aggressiv rangehen, um das Zeug runterzuholen. Mal gucken, ob es diese Leistung beibehält. Ich freue mich darauf und jetzt gibt es wirklich erstmal Performance-Bilder. Aber jetzt musst du mit der Kamera mal abhauen. Ich kann hier gar nicht aufhören, hier dran rüber zu streichen. Aber ich muss jetzt wirklich, weil ich euch noch eine Sache sagen muss. Wenn ihr dieses Video direkt nach Veröffentlichung und in dem Zeitraum danach guckt, gibt es gleich eine geile Aktion, wo ihr das Spraywax einzeln mit verschiedenem Zubehör gleich zu einem Top-Preis kaufen könnt. Einfach mal hier unten auf den Link klicken und ganz wichtig, den Code AUTOLACKAFFEN nicht vergessen. Dann gibt es von dieser Aktion nochmal 10% Rabatt und ihr könnt zum Vorzugspreis das Produkt gleich mal ausprobieren. Also guckt auf jeden Fall rein und auch wenn ihr das Video später guckt, klickt auf jeden Fall auf den Link. Das Produkt gibt es dort immer zum Top-Preis. So, wir schreiben einen Tag später. Wir haben logistisch gar nicht bedacht, dass der Tim nach Hause musste. Das heißt, wir haben das Auto eine Stunde stehen lassen, wie auf der Packung oder wie auf dem Spraywax hinten beschrieben. Wir haben leichte Verschmutzung drauf. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten ja gestern den Sturm des Jahrtausends hier. Also wir haben überall ja so feuchten Staub. Das heißt, wir werden jetzt mal eine Wäsche machen, gucken uns jetzt erstmal das Beading im schmutzigen Zustand an. Waschen den Eimer und dann am Ende nochmal saubere Beading-Bilder. Ich bin saugespannt auf die Performance bei der ersten Wäsche. Ich würde sagen, wir starten durch und nehmen euch mit. Also sorry, aber das ist ja mal Keramikniveau oder noch krasser. Du hast, also das Wasser fliegt ja nur über die Haube. Also Tim, hol mal kurz einen Schlauch bitte. Ich will einmal einen Schlauch drüber laufen lassen. Aber wir machen in der Zeit mal, während Tim den Schlauch holt, die andere Seite, die nicht polierte ist. Mal gucken, ob ein Unterschied besteht.
Ja, schon ein kleiner Unterschied. Gerade im schmutzigen Zustand, also die Seite, die vorbereitet ist. Jetzt muss man dazu sagen, der Lack ist auch richtig zerballert. Ne? Also ich glaube, wenige von euch fahren bei eurem Schätzchen, was ihr gerne wascht oder worum ihr euch gerne kümmert, so einen Verschmutzungszustand. Aber auch hier ein schönes Beading, aber auf der, sage ich mal, vorbereiteten Seite, polierten Seite deutlich schöner, auf der Haube zumindest. Im dreckigen Zustand, wir spülen mal jetzt nochmal mit dem Schlauch drüber, spülen dann das ganze Auto ab und gucken mal, wie es dann nachher aussieht. Wir verwenden jetzt als Vorreiniger den Multistan 1:49, also nahezu pH-neutral. Aber keine Sorge, was das Dr. Wack A1 Highspeed Spray Wax in der Chemiebeständigkeit kann, dazu kommt noch ein separater Test, also hier nur zum Beispiel. Mein Fazit zur ersten Anwendung, zur ersten Wäsche, Dr. Wack High-End Spray Wax. Die Anwendung habe ich ja schon beschrieben und habe euch schon erklärt, was ich davon halte. Performance, also erst recht für die Einfachheit der Anwendung, überragend. Und selbst für ein Wachs wäre es überragend. Und auch eine Keramik hätte ich jetzt abgenommen, dass sie auf dem Lack ist. Also Performance wirklich brutal. Man sieht schön, dass jemand die Unterkante der rechten Tür vergessen hat. Da perlt gar nichts, sonst außenrum perlt sie verrückt. Da haben wir ein bisschen geschlampt am Freitagabend, kurz vor Feierabend. Aber sonst im Großen und Ganzen, ihr habt es gesehen, im schmutzigen Zustand die Performance, im sauberen Zustand die Performance. Also mich haut es jetzt um, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt auf zwei Dinge. Nummer eins, den Chemietest. Dort werden wir bei drei verschiedenen Lacken zeigen oder ausprobieren, mit welcher Chemie, ich habe da schon ein paar lustige Sachen bestellt, wir das Dr. Wack runterwaschen können. Das wird auch wieder spannend. Und den Wagen haben wir Kilometerstand genullt, werden wir so ein bisschen im Verlauf des Chemietests nochmal beobachten und dann so 1000 Kilometer vielleicht nochmal eine Wäsche. Also irgendwann werden wir euch in dem zweiten Video auch dazu nochmal ein Update nach einer gewissen Zeit geben. Was so ein bisschen mein Fazit ist, Kunststoff funktioniert hervorragend auf Glas. Da, wo keine Berührung stattfindet, hat es auch gut funktioniert. Die Seitenscheiben perlen auch immer noch wie Sau. Auf der Frontscheibe hat es ein bisschen geschmiert mit dem Scheibenwischer und ist jetzt auch tot durch den Scheibenwischer. Wie gesagt, Dr. Wack empfiehlt es gar nicht für Glas. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und kann sagen, auf den Seitenscheiben kann man es auf jeden Fall machen. Hat mir gut gefallen. Insgesamt, erster Eindruck, hundertprozentig positiv. Gefällt mir wirklich gut. Und an der Stelle zum Ende des Videos nochmal zwei Erinnerungen. Nummer eins. Das Gewinnspiel haben wir im ersten Video von Dr. Wack bekannt gegeben. Guckt da nochmal rein. Und auch in diesem Video war irgendwo ein Teil des Lösungssatzes versteckt. Also nochmal ganz aufmerksam aufgucken, wenn ihr es angucken, wenn ihr es verpasst habt. Und im letzten, da werden wir euch dann nochmal Bescheid sagen, Video dann auch am Gewinnspiel teilnehmen. Und hier guckt unten in die Videobeschreibung, guckt mal auf den Link. Da läuft direkt nach dem Video auf jeden Fall eine Aktion, wo ihr das Produkt mit verschiedenem Zubehör oder auch einzeln günstiger kaufen könnt. Und ansonsten wirklich immer in die Videobeschreibung reingucken. Einfach mal draufklicken, da gibt es auch immer wieder Aktionen und halt auch der Link zum Produkt. Insgesamt, wie gesagt, sehr gelungenes Produkt. Der Release hat sich wirklich gelohnt. Ich bin auf die Konsistenz gespannt, auf die Chemie, also auf die Kontinuität, also die Haltbarkeit gespannt, auf die Chemieresistenz gespannt. Aber das kommt dann in einem zweiten Video an dieser Stelle. Machen wir Schluss, packen euch nochmal ein paar schöne Tropfenbilder vom Trocknen des Lacks über oder ans Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!